Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nerds Investigation. Heute mal ein etwas besonderes Vlog. Wir haben nämlich nur ein Thema. Ja, war die Woche jetzt nicht so viel Interessantes. Ich sag mal, Vienna Vape Show war. Dazu gibt es eine Menge Videos von Leuten, die da waren. Da brauche ich nicht viel zu erzählen. News war die Woche jetzt auch relativ dünn, bis auf eine Kiste. Eine kleine Schmankerl habe ich noch vom Stammtisch, der hier gestern in Freisen war. Der Dampfgelaber-Stammtisch, Entschuldigung, vorgestern. Und da gab es also Kekse zum Kaffee. Ja, der eine oder andere Kaffee getrunken und da ist was wirklich sehr Lustiges aufgefallen. Denn ihr erinnert euch an das Adolf Hitler überall Vlog. Jetzt lest mal, was da auf dem Keks steht. Ja, so rum heißt es Hope und so rum heißt es Adolf. Schon faszinierend, ja. Man könnte fast meinen, es wäre Absicht. Aber mal zum eigentlichen Thema. Und zwar ist am 13.06. ein Artikel erschienen auf zentrumdergesundheit.de. Schon mal ein sehr geiler Name. Die Seite ist also so ein bisschen, wie soll man das sagen? Sagen wir mal, Pharmaprodukte für Leute, die sich's Leben schön tanzen und ihren Namen mit Kartoffeln schnitzen. Ja, da kann man dann so mehr oder weniger nutzvolle Gesundheitszusätze, Tablette zur Darmentschlackung, Superfood kaufen. Ja, es ist also so eine etwas fragwürdige alternative Ernährungsseite. Für Leute, die glauben, sie wären bio und alternativ, um dann Produkte an die zu verkaufen, die dann trotzdem von der großen Pharmaindustrie sind. Ja, gut, kann ja jeder selber überlegen, was er von sowas hält. Ich halte da nicht besonders viel von. Die haben also einen Artikel veröffentlicht, E-Zigarette schädlich oder gesunde Alternative, ist auch entsprechend unter dem Video verlinkt. Ich würde vorschlagen, wer sich den Spaß mal machen will, weil ich jetzt diesen Artikel mal Stück für Stück durchgehe, pausiert mal das Video, lest den Artikel, schlagt die Hände über dem Kopf zusammen, so wie ich, und dann startet ihr das Video wieder. Denn ich möchte anhand von dem Artikel mal zeigen, wie so tendenziöse Lobbyarbeit oder Lobbyartikel funktionieren. Ja? Was damit, was für Formulierungen da gearbeitet, weil jeder von euch kennt das. Es kommen Leute und sagen, ach, die Zeitung hat das geschrieben und ich habe das und das gelesen. Da kann man auf bestimmte Formulierungen achten, an denen man erkennt, dass das also bewusst ein falscher Eindruck erzeugt wird. Und das will ich euch heute mal zeigen, wie sowas funktioniert. Das ist ja nicht nur beim Dampfen so, das gibt es auch durchaus in anderen Bereichen. Da wird also ganz gezielt mit bestimmten Formulierungen gearbeitet, mit einem ganz spezifischen Satzbau, um jeweils ganz bewusst einen falschen Eindruck zu erzeugen. Und wie gesagt, das würde ich euch gerne mal an so ein paar Stellen zeigen, damit ihr was an der Hand habt, wenn euch einer blöd kommt mit einem von diesen bezahlten Idiote-Artikeln, dass ihr sagen könnt, guck mal, das ist so und so, so funktioniert das, die versuchen dich zu verarschen. So, wie gesagt, ich werde die Sache hier nicht einblenden. Ich habe erst überlegt, soll ich es einblenden, soll ich es nicht, habe mich dann dagegen entschieden, weil ich habe wirklich keine Lust, dass die mir dann irgendwie mit einem Anwalt kommen. Und zwar gar nicht, weil ich hier irgendwie Recht oder Unrecht, darum geht es gar nicht. Die kommen dann wegen Urheberrecht. Und genau deswegen werde ich jetzt nur die Teile vorlesen jeweils, die entscheidend sind und dann entsprechend was dazu sagen. Wer das dann also parallel nachlesen will, kann das selber tun. Wie gesagt, der Artikel ist entsprechend verlinkt. Da könnt ihr dann selbst reinschauen und das entsprechend dort im Text nachvollziehen. So, wir fangen direkt mal mit der Einleitung an. Da ist also am Ende des Einleitungsblocks ist also statt 4000 Chemikalien Zigarette nur 400 einzuatmen. Ja, da fängt es halt schon mal an. Also 4000 ist schon mal deutlich niedrig geschätzt, aber das ist jetzt gar nicht der Punkt, sondern 400 einzuatmen. So, was stellt man hier jetzt gegenüber? 4000 Chemikalien in einer Zigarette gegenüber 400 über alle Liquids hinweg. Das heißt, man nimmt Tausende und Zehntausende von Liquids und hat darin 400 verschiedene Stoffe. Während diese 4000 in einem einzigen Produkt sind. Und da wird schon wieder, das ist schon das Erste, da vergleicht man Äpfel mit Birnen. Macht man ganz bewusst. Ist nicht falsch, ist nicht gelogen, es entsteht aber ein völlig falscher Eindruck dadurch. Dann unter der Überschrift, schädliche E-Zigarette verführt immer mehr Jugendliche. Die E-Zigarette ist keineswegs gesund, wie man Berichten häufig glauben könnte. Könnte, ja, ganz bewusst im Konjunktiv formuliert. Dadurch entsteht der Eindruck, das wäre irgendwie unredlich. Sie ist schädlich, auch dann, wenn sie im Vergleich zur herkömmlichen Zigarette ein bisschen weniger schädlich ist. So, nun zeigt also die tatsächlich seriöse Studienlage 95% weniger eingeatmete Schadstoffe. Und das nennt man dann ein bisschen. Da haben wir es wieder, nicht gelogen, aber es wird ganz bewusst in eine bestimmte Richtung durch die Formulierung gedrückt, sodass man sagt, ach, da ein bisschen heißt ein wenig, ein ganz kleiner Unterschied. Fast genau das Gleiche eigentlich. Das sagt ein bisschen. Dann haben wir im nächsten Block, in den USA sowie in einigen Schwellenländern zeigen die Menschen eine höhere Affinität zur E-Zigarette. Warum sagt man Affinität?
Ganz einfach, weil es ein bisschen suspekt klingt. Der etwas unbedarfte Leser weiß vielleicht gar nicht, was das heißt. Ja? Also Leute, die jetzt nicht so eine gute Schulbildung haben, was mit Sicherheit nicht wenig Kunden von so einer, ich sag mal, Pseudo-Gesundheitsseite ausmacht. Da gehe ich jetzt mal von einem gesunden Anteil von Menschen aus, die jetzt nicht gerade das allerhöchste Bildungsniveau haben. Denn Menschen mit Bildung, die wissen, was gesund ist, die brauchen so eine Seite nicht. Da wird dann also ganz bewusst so ein krude klingendes Fremdwort benutzt. Affinität, anstatt zu sagen, die Leute mögen das lieber. Kann man ja auch sagen. Nein, man muss, obwohl der Rest des Artikels relativ normales Deutsch ist oder in weiten Teilen, sagt man hier ganz bewusst Affinität. Das wird ganz gezielt eingesetzt, damit man einen gewissen Eindruck erzeugt. Und in dem Fall Affinität, das hat so, wenn man das nicht so richtig versteht oder wenn man mit Fremdwörtern nicht so affin ist, jetzt sag ich's mal, ja, wenn man damit nicht so affin ist, dann wirkt das schon ein bisschen, da ist schon, ja, das wirkt nicht so seriös, wie das eigentlich sein könnte. Dann haben wir, auch in Deutschland, in der Schweiz ist die als, und dann macht man das gesünder in Anführungszeichen, geltende Alternative. So, da sind gleich zwei Sachen drin. Erstmal setzt man gesünder in Anführungszeichen, das ist schon mal ein Statement für sich. Und als gesünder geltende Alternative, ja, das ist, als wenn man es gleich als Gerücht bezeichnet. Von vornherein schon bei der Formulierung, ja, sagt man schon, indem man das also so formuliert, ja, das ist ja eigentlich gar nicht so. So, in der Schweiz sind es 100.000, darunter viele Jugendliche, ja. Genau, wo denn? Wo sind die denn? Das ist also eine blanke Behauptung, ja, wenn man sagt, darunter, also man hat eine Zahl, die man nachweisen kann, das sind so und so viele E-Zigarettennutzer, und dann sage ich, füge ich hinten dran, darunter viele Jugendliche. Ja, wie viel Prozent sind es denn? Wenn das eine tatsächlich so erschreckende Zahl wäre, hätte man sie genannt. Man will ja einen Artikel gegen die E-Zigarette schreiben. Ja, wenn das also wirklich so bedenklich wäre, hätte man es an der Stelle genau nennen können. Hätte sagen, oh, 20% sind Minderjährige. Nö, sind sie nicht. Und genau deswegen sagt man hier darunter viele Jugendliche. Um auch schon wieder zu zeigen, so, dann lese die Leute halt, ja, hier gibt es eine Zahl. Also die Leute verstehen das ja so im Blog und sagen, hier ist jetzt ganz seriös eine Zahl genannt worden, nehmen aber als Aussage mit, oh, viele davon sind Jugendliche. Viele lesen vielleicht sogar so 100.000 Jugendliche, wer weiß. So, dann haben wir zwei Absätze später. Auch die verschärften Nichtraucherschutzgesetze haben stark dazu beigetragen, dass das Rauchen mehr und mehr aus der Öffentlichkeit verschwindet und an Akzeptanz einbüßt. Stimmt. Ein Erfolg, der jedoch durch den Siegeszug der E-Zigarette ebenso schnell zunichte gemacht werden kann. Wieso? Ist das so? Rauchen denn tatsächlich mehr Leute, dadurch, dass die E-Zigarette gibt? Denn vergleicht man mal die Zahlen der Raucher zu dem Zeitpunkt, wo die E-Zigarette aufkam, das war ja so 2006, wenn ich mich nicht ganz täusche, mit heute, dann könnte ich ja genauso sagen, wer sagt denn, dass es nur die Kampagnen waren und die Nichtraucherschutzgesetze? Ja? Ist es nicht vielleicht auch so, dass viele einfach umgestiegen sind? Also das genaue Gegenteil der Fall ist, das ist natürlich beides spekulativ, sowohl diese Aussage hier wie auch meine, aber man nimmt das einfach so in einem Atemzug mit, ja, nach dem Motto, wir haben so viel erreicht und das macht jetzt kaputt. Beweise? Null. Nicht nur Mediziner waren vor der neuen Droge, ist auch sehr schön, da nennt man es gleich neue Droge. Was ist denn die neue Droge? Ja, also erstmal denkt bei Droge jeder an Heroin, Kokain, Marihuana, ja, also wenn man Droge liest, denkt man erstmal an was Hartes, an was richtig Hartes. Da denkt keiner an Alkohol oder Zigarette. Bei Droge denkt man an was, an Leute, die völlig versifft mit 1000 Einstichstellen irgendwo auf der Straße pennen oder sich prostituieren. Ja? An AIDS, an Syphilis, Hepatitis, an so richtig kaputte Leute. Ja? Das ist, deswegen nennt man das hier Droge. Und neu ist daran sowieso nichts, denn das, was man hier möglicherweise als Suchtwirkung vorwerfen könnte, wäre halt Nikotin, und das ist nun wahrlich nicht neu, das ist ja schon eine hunderte von Jahren in Gebrauch, also neu ist da vielleicht auch ein bisschen übertrieben, also neu aus Sicht der Bronzezeit vielleicht, aber neu aus unserer Sicht eigentlich eher nicht. Lediglich, worum es geht, nämlich der Sucht nach dem Nervengift Nikotin, naja, kann man natürlich nicht einfach Nikotin sagen, da muss man natürlich Nervengift Nikotin sagen, ganz klar. Und da muss ich mal dazu sagen, ich habe es an anderer Stelle auch schon mal erklärt, wir haben also für medizinische Diagnosen, gibt es international den sogenannten ICD-10, das ist also ein Diagnosekatalog. Wenn ihr mal so einen Krankenschein kriegt, dann steht da irgendwas drauf wie 17B4 oder sowas. Das ist dann so ein Code im ICD-10, da kann man dann nachgucken, 17, A, B, C, D, A, B und dann Nummer 4. Und dann hat man seine Diagnose und da steht also alles drin, vom verstauchten Knie bis zu psychologischen Diagnosen. Und dort gibt es halt die Tabakabhängigkeit.
nicht die Nikotinabhängigkeit. Was es im Bereich Nikotin gibt, ist der Missbrauch von Nikotin, also als Stoffmissbrauch, so wie man halt auch andere Stoffe missbrauchen kann. Da ist aber nicht Sucht gemeint, sondern bei Suchtverhalten ist es tatsächlich die Tabakabhängigkeit und nicht die Nikotinabhängigkeit. Wird immer wieder gerne von E-Zigarettengegnern falsch dargestellt, aber es kann natürlich auch jeder einfach mal nachschauen. Ja, oder beim Arzt mal fragen, geben Sie mir mal ICD-10, ich will das mal nachgucken. Hat jeder Arzt rumliegen, definitiv. Entweder auf dem Rechner oder als Buch, die meisten wahrscheinlich nur vom Studium nochmal so als schöne Bücher. Und könnt ihr selbst nachschauen, ja, das ist entsprechend relativ leicht zu überprüfen. So, nicht umsonst sehen viele Geräte echten Zigaretten täuschend ähnlich. Ja, natürlich, soll ja schließlich zum Umstieg animieren vom sehr viel ungesünderen Rauchen zum wesentlich weniger schädlicher E-Zigarettendampfen. Natürlich sehen die für die Umsteiger erstmal aus wie Zigaretten. Leuchtet ja auch schön lustig. Dass man dabei nicht bleibt. Ja, hier leuchtet nichts. Sieht auch nicht aus wie eine Zigarette. Nicht mal annähernd. Aua. Hm? So, dann haben wir unter der Überschrift E-Zigaretten verdampfen krebserregende Stoffe. Schon mal eine schöne Überschrift, schöne Verallgemeinerung. In den ersten Jahren wurden E-Zigaretten auch in Deutschland sehr offen als gesunde Alternative zu traditionellen Tabakwaren und so weiter beworben. Ja, wo denn? Also ich habe so eine Werbung nicht gesehen. Gibt es natürlich hin und wieder, jetzt so in letzter Zeit gab es ja diesen lustigen Vita-Stick, den ich ja auch schon im Vlog thematisiert hatte, wo das aber allerdings schon insgesamt sehr fragwürdig war. Also so normale E-Zigarette, also sowas wie Kanga oder Smog oder irgendwelche jetzt E-Zigarette-Hersteller, ich habe von denen die Werbung noch nicht gesehen. Tut mir leid, gibt's vielleicht? Weiß ich nicht. Ich habe sowas noch nicht gesehen. Also in der großen Breite war das damit wohl eher nicht der Fall. Würde der Nutzer nur Dampf einatmen und keinesfalls die schädlichen Abbrauchprodukte aus dem Verbrennungsprozess. Ja, das schreibt man jetzt wieder schön so im könnte, wenn, vielleicht. Ja doch, das ist halt so. Natürlich ist das so, aber man macht hier, man würde quasi, schließlich würde. Ja, das erweckt den Eindruck, man würde jetzt quasi bloß zitieren, ist aber nicht so. Sondern man schreibt das ganz bewusst im sogenannte Konjunktiv, ja, also könnte vielleicht sein. So den ganzen Satz, um das halt auch entsprechend direkt entkräften zu können, was man ja entkräften möchte. So die Argumentation der Befürworter. Das ist auch wieder so angefügt, ja, um das zu schwächen. Also man nennt quasi ein Argument der Gegenseite, schreibt es direkt ins Konjunktiv und macht nochmal so schwächendes Endstück dran. So die Argumente der Befürworter, ja. Die sind halt auch richtig. Das ist in dem Fall natürlich wahr. Die Masse der Schadstoffe, und das ist auch Basis der aktuellen Erkenntnislage in der Forschung zu dem Thema, kommt eben durch die Verbrennung zustande. Ja? Genau deswegen schwenkt ja auch die Tabakindustrie schon auf diese lustigen Tabak bloß erhitzen, nicht verbrennen Geräte, iCube oder wie das Ding heißt, keine Ahnung, gibt es in der Schweiz und in Italien seit letztem Jahr. Genau deswegen, weil halt die Masse der Dinge, die einen da schaden und die auch krebserregend sind, die entstehen eben durch Verbrennungsprozesse und eben nicht durchs Inhalieren von irgendwas. Also einfach, indem man jetzt Flüssigkeit verdampft oder Tabak jetzt in diesem neuen Gerät einfach nur Tabak entsprechend Dämpfe entstehen lässt. Nein, die Masse der schädlichen Produkte sind durch den Verbrennungsprozess, weil man halt ein Lagerfeuer einatmet, unterm Strich. Ja, wo zum Beispiel auch Papier mit verbrannt wird. Das muss man sich auch mal bewusst machen. Bei einer Zigarette ist Papier außen drum. Man atmet also verbranntes Papier, Ruß, Blausäure, irgendwelche Kohlenstoffrestprodukte ein. Ja, das hat man also in dem Fall bei der E-Zigarette einfach nicht. Und das sind eben die Sachen, die tatsächlich wirklich sehr gefährlich sind. Das Nikotin kommt da irgendwann ganz, ganz weit unten auf einer sehr, sehr, sehr langen Liste. So, doch nur weil die Schadstoffe nun verdampfen und nicht mehr verbrennen, sind sie nicht gleich als nicht schädlich oder klar gesund anzusehen. Ja doch, wie gerade erklärt, natürlich nicht als gesund, aber warum ist es denn nicht weniger schädlich, wenn ich statt mehreren tausend bloß eine Handvoll Schadstoffe einatme? Warum ist das denn kein gültiger Vergleich? Natürlich ist es das, aber man behauptet einfach das Gegenteil. Nein, das kann man nicht so sagen. Doch, ich kann das sagen. Ich möchte lieber eine Handvoll Schadstoffe einatmen als mehrere tausend. Ganz davon abgesehen, eine Handvoll Stoffe, bei denen man nicht weiß, ob sie vielleicht schädlich sind gegenüber ein paar tausend, wo man sicher weiß, dass sie einen töten. So, dann das als krebserregend geltende Nikotin. Ja, das ist schlicht unwahr. Und weitere schädliche Stoffe wie Propylenglykol, Diacetyl und zahlreiche andere, deren genaue Effekte noch gar nicht bekannt sind. Also man sagt quasi am Anfang vom Satz, das ist krebserregend und am Ende sagt man, das ist noch gar nicht bekannt. Wie denn jetzt? Ja, ganz bewusst so formuliert.
Man stellt also ein Faktum an den Anfang und relativiert das am Ende, damit man halt nichts, was völlig Falsches gesagt hat. Im Zweifelsfall kann man ja sagen, ja, das war ja so und so gemeint. Ist aber ganz bewusst missverständlich formuliert, gerade durch diesen Schlusssatz, deren Effekte noch nicht bekannt sind. Das wirkt so schön diffus. Ja, da hält man sich das schön offen, zumal Propylenglykol, da kommen wir da ja nochmal zu, definitiv nicht krebserregend ist. Und Diacetyl, das ist auch wieder eine Frage der Menge. In Zigaretten ist halt die 750-fache Menge. Da muss man sich jetzt bei E-Zigarette auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, zumal diese ganze Diacetyl-Diskussion, also diese Popcorn-Lunge-Diskussion, aus den USA kam, wo das halt in unglaublich großer Breite verwendet wurde für Aromastoffe. Das ist bei uns hier gar nicht der Fall und seit dieser Diskussion sowieso schon mal gar nicht mehr. So. Weiter geht's. Uppala. Dann haben wir, die WHO warnt schon seit 2008 vor schädlichen E-Zigaretten. Die Überschrift, die entsprechende. Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt bereits seit 2008 vor einer Nutzung der schädlichen E-Zigarette. Ja, nicht einfach vor einer Nutzung der E-Zigarette, vor einer Nutzung der schädlichen E-Zigarette. Man beachte, ja, ganz bewusst so formuliert. Zuerst, weil sich keine genauen Aussagen über eventuelle gesundheitliche Schäden treffen ließen. Ja, natürlich. Die WHO finanziert sich maßgeblich aus Mitteln der Pharmaindustrie. Die Pharmaindustrie möchte einerseits an der Behandlung von rauchbedingten Krankheiten verdienen. Ja, und selbst wenn man das nicht unterstellt, weil einem das zu ungeheuerlich vorkommt, obwohl es definitiv so ist, die Pharmaindustrie vertreibt auch Produkte zur Rauchentwöhnung, die erwiesenermaßen, und das zeigen die Studien, einfach nicht funktionieren. Aber das ist halt trotzdem ein Milliardenmarkt. Das ist allein in Deutschland ein dreistelliger Millionenmarkt. Und da ist die E-Zigarette schwer am Gewinneabgrabe. Ja, und natürlich hat die WHO als Speerspitze der Pharmaindustrie gesagt, oh, das ist aber böse. Ja, uns gehen ja die Gewinne flöten, das muss böse sein. Könnte vielleicht ungesund sein, die Gewinne sind jetzt schon ungesund, also ist das ganz schlecht. Mittlerweile mehren sich durch zahlreiche Studien jedoch die Hinweise, dass E-Zigaretten keinesfalls gesund sind. Das hat schon mal niemand behauptet. Ja, da wird also etwas widerlegt, was die andere Seite gar nicht behauptet hat. Niemand sagt, E-Zigaretten sind gesund. Ja, also ich glaube, jeder andere behauptet natürlich nicht, dass das gegenüber dem Nichtrauchen und Nichtdampfen irgendein gesundheitlicher Vorteil wäre. Wer das macht, ist halt Betrüger. Das hat aber nichts mit dem Dampfer als solches zu tun. In der großen Masse passiert das natürlich nicht. Das behauptet also auch keiner. Und dann haben wir ganz im Gegenteil, denn das Dampfen zerstört anscheinend Körperzellen. Ja, vielleicht auch nicht. Anscheinend heißt, könnte sein. Nichts weiter. Könnte auch sagen, das Dampfen sorgt anscheinend dafür, dass man von Außerirdischen entführt wird. Ist genauso legitim. Und verursacht ebenso Krebs wie das herkömmliche Rauchen. Tja, tatsächlich sieht die Faktenlage da ein bisschen anders aus. Was ist da mehr zu sagen? Das ist schlicht gelogen. Also es gibt wohl Hinweise, dass der ein oder andere Stoff, der in dem einen oder anderen Liquid verwendet wird, in Verdacht steht, dass er Krebs erregen könnte. Wir reden da aber nicht von Stoffen, die in der Breite benutzt werden, sondern von einer Million Liquids haben wir dann irgendwie 10, die also solche Stoffe enthalten. Und da haben wir dann Stoffe drin, die vielleicht. Ja, das ist also von Einzelfällen auf die Gesamtheit schließen. Ist ja nicht schlecht. Das ist, als wenn man jetzt sagt, man findet also eine Zigarettencharge, wo Terpentin drin ist. Und sagt dann, alle Zigaretten enthalten Terpentin. Wäre auch nicht wahr. Wäre auch genauso gelogen, ist in dem Fall halt auch so. Jüngst veröffentlichte Studien zeigen, dass unter Laborbedingungen im Dampf gefährliche, hochreaktive, freie Radikale nachgewiesen werden konnten. Ja, nun ist unter diesem Artikel die entsprechende Studie verlinkt und dann guckt man da rein und schon in der Kurzbeschreibung der Studie steht, es geht also um die Stoffe, die entstehen, wenn man trocken zieht. Nicht beim Normaldampfen, sondern wenn man an der trockenen Watte reißt, also wenn der Draht die Watte verbrennt. Da entstehen dann sehr gefährliche freie Radikale. Wobei, das muss man auch gleich mal in dem Zusammenhang sagen, freie Radikale, das ist immer so ein Kampfbegriff, auch gerne in der Gesundheitswerbung benutzt. Freie Radikale entstehen immer. Die entstehen die ganze Zeit bei Stoffwechselprodukten in den Zellen. Natürlich sollte man möglichst wenig zusätzliche aufnehmen oder man sollte auch möglichst nicht dafür sorgen, dass die Zahl der freien Radikale zu hoch wird. Tatsächlich ist das aber ein normales Abfallprodukt von Zellchemie. Freie Radikale. Gibt natürlich welche, die man nur aufnehmen kann, aber im Endeffekt ist das also gar nicht was Unnormales, auch wenn der Name natürlich total brachial klingt. Das ist halt immer eine Frage der Menge, wie bei vielen Dingen. Das heißt also nicht, wenn ich jetzt freie Radikale aufnehme, falle ich nicht morgen tot um. Total Unsinn. So. Diese wiederum führen zu Veränderungen der Zellen, eine Voraussetzung für die Entstehung von Krebs und vielen anderen
chronischen Krankheiten. Jetzt ist das schön, diesen gesamten Absatz muss man sich zusammennehmen. Also man sagt also, es gibt also Anhaltspunkte dafür, dass beim Dampfen hochreaktive freie Radikale entstehen. Jetzt machen wir mal einen Gedankenstrich. Und dann kommt der zweite Teil, diese sorgen für, und das bezieht sich jetzt auf diese freien Radikale. Im zweiten Teil bezeichnet man also nur, was sind freie Radikale, und diese können für Veränderungen von Zellen sorgen. Das ist nämlich auch nicht bei allen freien Radikalen so, nur einigen, die wirken nämlich alle ganz unterschiedlich, können für Veränderungen von Zellen sorgen, und die Veränderung von Zellen kann zu Krebs führen. So, jetzt haben wir also quasi so mehrere Schritte gemacht. Der Eindruck beim Lesen entsteht aber, dass man sagt, Dampfen Krebs. Und das ist einfach nicht richtig. Das ist einfach nicht richtig, denn dieser zweite Teil, kann Zellchemie verändern, das bezieht sich schon mal nicht aufs Dampfen, sondern das bezieht sich nur auf eine Erklärung, was sind freie Radikale. So, dann haben wir zahlreiche Krebsforscher, darunter die renommierte Ärztin Martina Pötschke-Langer, die ist schon mal keine Krebsforscherin, die hat nämlich schon seit ewigen Zeiten nicht mehr geforscht. Vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg, kennen wir ja alle, unser Lieblings-DKFZ, und haben sich den Warnungen der WHO bezüglich der Giftstoffe und möglichen Langzeitschäden der schädlichen E-Zigarette, da haben wir es wieder, nicht einfach die E-Zigarette, sondern der schädlichen E-Zigarette, längst angeschlossen. Ja, natürlich. Frau Pötschke-Langer ist, und das haben ja nun andere Leute schon berufener als ich erklärt, ganz eindeutig lebt die von Pharmamitteln. Dieser ganze Arbeitskreis Tabakentwöhnung, das ist eine einzige Werbeeinrichtung der Tabakindustrie, der Pharmaindustrie zur Tabakentwöhnung, um entsprechend Interesse der Pharmalobby da durchzusetzen, beziehungsweise in der Öffentlichkeit den Anschein von Seriosität zu geben. Das, was Frau Pötschke-Langer macht, ist allerdings ungefähr so seriös wie UFO-Forschung oder Homöopathie. Ist halt völliger Nonsens. Das, wie gesagt, haben andere schon wesentlich besser erklärt als ich. Da muss man gar nicht näher drauf eingehen. Dann haben wir unter E-Zigaretten verführen Jugendliche mit süßen Aromen. Eine aktuelle Untersuchung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat gezeigt, dass bereits jeder fünfte Teenie zwischen 12 und 17 Jahren mindestens einmal eine E-Shisha probiert hat. E-Zigaretten hat immerhin jeder siebte Jugendliche dieser Altersgruppe bereits probiert. Ja, den Unterschied hätte ich gerne mal erklärt bekommen. Ich meine, es mag jetzt nur so ein Randdetail als Randdetail erscheinen, aber ich hätte jetzt gerne mal den Unterschied, was die in dieser Erhebung als E-Shisha und als E-Zigarette gewertet haben, denn... Und jetzt kommen wir mal in die Niederung der Statistik. Das überschneidet sich. Diese beiden Gruppen überschneiden sich nämlich. Das heißt, die Zahlen sehen eigentlich ganz anders aus. Das hat man also ganz bewusst getrennt, um einen gewissen Eindruck zu erzeugen. Denn auch auf Seiten von solchen statistischen Erhebungen, ja, nicht nur bei der Erhebung, auch bei der Auswertung solcher Zahlen. Ich habe selbst schon mit Statistiken gearbeitet. Vielleicht mache ich dazu auch mal was. Erklär mal, wie Statistiken funktionieren, wie man Statistiken bewusst falsch interpretieren kann, um einen gewissen Eindruck zu erzeugen. Denn während die rein erhobenen Zahlen natürlich immer faktisch richtig sein müssen, damit man sich also keinen Betrugsvorwurf aussetzt, ist eine Interpretation von Statistiken und die Bildung von bestimmten Gruppen innerhalb dieser Auswertung, das ist natürlich die Sache, was macht man mit den Zahlen? Und das hat man hier gemacht. Und wenn ich sage, die überschneiden sich, dann sieht das alles schon wieder ganz anders aus. Weil so entsteht natürlich der Eindruck, das wäre beides gemeinsam eine große Gruppe, auch wenn das halt eine Gruppe ist, die sich stark überschneidet, vielleicht sogar fast genauso groß ist. Und dadurch hat man halt nicht, nehmen wir mal an, die sagen jetzt, 10% sind E-Shisha-Nutzer und 10% sind E-Zigaretten-Nutzer. Dann habe ich beim Lesen den Eindruck, es wären 20% der Gesamtmenge Leute, bei denen wäre das so. Wenn jetzt aber auf beiden Seiten 8% beides gemacht hätte, dann habe ich plus 14% Gesamtmenge. Weil es bleiben, Entschuldigung, 12. Dann bleiben nämlich, habe ich einmal die 10% Leute und bei den anderen sind 8% ja sowieso schon mit drin, bleiben noch 2, habe ich also 12% statt 20. Das ist eine Frage, wie man eine Statistik liest und wie man sie darstellen möchte. Und das ist hier offensichtlich wohl der Fall. Junge Menschen werden dabei vor allem von süßen Aromen wie Sweet Candy, Schokolade oder ähnlichem verführt. Verführt ist auch so ein schönes Verb. Die werden verführt. Verführt klingt wie ein schmutziger alter Mann, der mit einem klapprigen Van am Spielplätzen vorbeifährt und Kinder reinzerrt. Mit denen zum Dampfen genutzten Liquids oft versetzt sind. Nee, die Liquids sind nicht versetzt. Das sind die Liquids. Das ist die integrale Gesamtheit. Die werden also nicht damit versetzt, weil ohne die entsprechenden Geschmäcker schmücken die noch gar nichts. So, wie ein Forscherteam der University of Cambridge in einer am 18. Januar veröffentlichten Studie bekannt gaben. Also, das ist auch wieder eine Sache, was ist wo wie hin formuliert. Die Forscher von der Uni in Cambridge haben natürlich nicht veröffentlicht, dass da irgendwas versetzt wurde oder jemand verführt wurde, sondern die haben halt nur gesagt, wenn also Jugendliche einsteigen, dann ist ihnen Schokoladengeschmack lieber als verbrannte alte Schuhsohle, also Zigaretten. Wozu man jetzt eigentlich keine große Forschungsstudie braucht, aber okay. Aber man sieht ja, was man da reininterpretieren kann. Und der Eindruck entsteht also, dass das Forscherteam der Uni Cambridge jetzt also auch wirklich diesen Eindruck, der in diesem gesamten Artikel so dargestellt wird,
so hatte in ihrer Forschungsstudie, also sie haben also hochseriös und als großstudierter Mensch festgestellt, da wird etwas versetzt und da werden Leute verführt. Das ist nicht so. Das ist die Interpretation dieses Artikelautors. Was in dieser Studie steht, ist tatsächlich nur, was sind beliebte Einstiegsgeschmäcker. Und natürlich ist Schokolade oder Bonbon wesentlich leckerer als Zigarette. So, dann haben wir unter der Überschrift E-Zigaretten weniger schädlich ist noch lange nicht gesund. Weniger schädlich bedeutet auch bei E-Zigaretten noch lange nicht gesund. Ja, wer sagt denn das? Ich nicht, auch sonst niemand. Ja, also, dass das also komplett gesund wäre, dem müsst ihr mal zeigen. So, darüber verrät die Studie nicht so genau. Dass sich die Beschwerden bereits erkrankter Raucher verbessert hätten, darüber verrät die Studie nichts. Andere Studien schon. Ja, diese Studie, auf die sie hier beziehen, die verrät das nicht. Das heißt aber nicht, dass es nicht so ist, sondern nur, dass in der Studie das nicht erfasst wurde. Unterschied. Wieder ganz klar auf eine ganz präzise Weise formuliert, sodass der Eindruck entsteht, die Studie würde besagen, das wäre nicht so. Hat sie nicht. Ganz genau lesen, sondern die Studie sagt einfach nichts darüber. Ja, das war einfach nicht Teil der Studie. Fertig. Die haben sich um andere Fragen gekümmert. Nicht jede Studie kann jedes einzelne Thema abgreifen. Man sucht sich da was Bestimmtes raus und dann macht man das. Und wenn man eine bestimmte Frage nicht stellt, dann ist die ihm einfach nicht beantwortet. Natürlich kann man, wenn man darüber berichtet, das natürlich so darstellen, als wäre das nicht so. Aber da haben wir wieder den Punkt, sehr genau lesen, auf was sich welche Aussage bezieht. So, dann haben wir im nächsten Absatz. Es mag sein. Das ist wieder so ein Konjunktiv, so nach dem Motto, ja, kann ja sein, aber. Ja, das ist so eine typische Einleitung, bei der ein sehr großes Aber kommt, ja. Es mag ja sein, dass du dich im Recht fühlst, aber bist du nicht. So. Da haben wir also am Ende vom Artikel im Falle der Nichtraucher plötzlich ungewollt zu Passivdämpfern werden. Da muss ich ja mal lachen, denn jede Studie, die sich tatsächlich mit dem Passivdampfen mal als explizites Phänomen befasst hat, kam zu dem Ergebnis, dass Passivdampfen eine Schädlichkeit von vermutlich null hat. Das heißt, niemand konnte irgendeinen Beweis dafür finden, dass Passivdampfen irgendeine gesundheitliche Auswirkung hat. Ganz zu schweigen von einem gesundheitlichen Schaden. Ja, wie gesagt, es gibt dazu wenig Studien, das ist richtig. Aber die sich bis jetzt damit befasst haben, tja, ich sage nur, es gibt Lungenerkrankungen bei Kindern, wenn die dann in Quarantäne kommen, da wird der gesamte Raum mit PG bedampft. Die sind die ganze Zeit unter Dampf quasi. Warum? Weil PG dafür sorgt, dass Bakterien keine Nahrung finden. Ja, die werden quasi, ich vereinfache das jetzt mal bewusst, die werden also so verklebt, dass sie nirgendwo Stoffe aufnehmen können für ihre Stoffwechselprozesse und sterben dann irgendwann ab. Die verhungern einfach da drin. Und das macht man, damit diese Kinder keine Keime einatmen. Ja, also man nimmt lungenkranke Kinder ganz bewusst unter Dampf, damit sie nicht sterben. Und hier sagt man, oh, Passivdampfen könnte gefährlich sein. Passt in meinen Augen nicht wirklich. So, dann haben wir, man könnte es mit der Ersatzdroge Methadon und Heroinabhängigen vergleichen. Ja, also dazu muss ich jetzt gar nichts sagen, denke ich, weil das ist relativ offensichtlich, was man da versucht. Also man versucht ein sehr harmloses Produkt, was harmloser ist als alles andere, harmloser als Rauchen, haben wir ja eh schon gehabt, harmloser als Trinken, harmloser als Kiffen, natürlich, weil hier, das ist also nicht bewusstseinsverändernd und es ist auch deutlich weniger schädlich als Rauchen. Das ist also, selbst wenn man es jetzt als Suchtmittel bezeichnet, ist es also das mit den kleinsten Auswirkungen, erwiesenermaßen mit den kleinsten Auswirkungen. Man nennt das aber jetzt in einem Atem mit dem, was die Leute so als schlimmste Droge oder als schlimmstes Drogenphänomen kennen, nämlich Heroin. Ja, das böse Wort Heroin. Und da sind wir wieder bei dem Bild von Leuten, die mit Einstichstellen von Nadeln in irgendwelchen Hauseingängen versiffen, halb vollgekotzt, vollgeschissen. Das ist das Bild, was man hat. Und das versucht man ja ganz, ganz bewusst, ein bestimmtes Bild zu transportieren. Ja, so, und dann empfehlenswert, sie sind sie jedoch nicht. Da hilft auch alles Geschrei der um ihren Profit besorgten Lobbyisten nichts. Der um ihren Profit besorgten Lobbyisten, wie zum Beispiel die IGED, die schon Schwierigkeiten hat, mal irgendwo 50 oder 100 Euro auszugeben, weil das halt eine rein private Geschichte ist, ein Verein, ein Interessenverband. Das sind also um ihre Profit besorgte Lobbyisten. Das ist natürlich schön, wenn man selber ein gewisses Problem hat, bevor, also schon mal so als präventiven Angriff, das schon mal der Gegenseite zu unterstellen, zu sagen, ihr seid böse Lobbyisten, ja. Ja,
wer ist denn hier der Lobbyist, wenn ich mir diesen Artikel hier durchlese? Und wer macht das denn für den Profit? Die IGED ganz sicher nicht. Denn man kann der IGED eine Menge Dinge vorwerfen, aber dass sie das aus Profitgier machen, mit Sicherheit nicht. Also nicht mal der ärgste Feind der IGED könnte das behaupten, ohne lachen zu müssen. Das wäre natürlich völlig absurd. Ja, und das auch so entsprechend zu formulieren, da hilft auch alles Geschrei. Da kann man auch sagen, das ändert nichts am Widerspruch. Das klingt natürlich direkt so ein bisschen lächerlich gemacht, als wenn das keine sachlichen Entgegnungen wären. Ja? Wenn ich dann also sage, da hilft auch der Widerspruch nichts, dann klingt das, als wenn die da sachlich was entgegensetzen. Wenn ich sage, da hilft auch alles Geschrei nichts, dann unterstellt das schon so eine Unsachlichkeit. Da hat man so ein plärrendes Kind vorm inneren Auge. Auch hier wieder ganz bewusst auf eine ganz bestimmte Weise formuliert. Ja? Ihr müsst auf sowas achten, wenn ihr sowas lest. Das ist wirklich mal ganz interessant, wenn man das unter diesem Gesichtspunkt auch mal liest. So, zumal ihre Argumentation stark an die einzigen Kampagnen der Tabakindustrie erinnert. Man denke nur an die Werbeanzeigen, die das Rauchen als Genuss oder als Symbol der Freiheit deklarieren. Ja, das ist natürlich so eine Sache. Ich sag mal, Joghurt wirbt auch mit Genuss. Oder Brot. Oder Wasser. Oder Urlaubsanbieter. Das ist natürlich jetzt so eine Sache zu sagen, die Tabakindustrie hat mal mit Genuss geworben. Ja, quasi alles, was ich mir kaufen möchte, von dem ich der Meinung bin, dass es mich irgendwie positiv beeinflusst. Sei es Urlaub, ja, in dem Fall die Erholung, sei es Joghurt, wo ich denke, der schmeckt aber lecker nach Erdbeer. Da kann man immer mit Genuss argumentieren. Von daher ist das natürlich überhaupt kein Argument. Ja, von daher totaler Blödsinn. So, dann haben wir ein ganzes Stück weiter unten. Studie beweist, E-Zigaretten helfen nicht bei der Rauchentwöhnung. Dort im letzten Absatz. Die Ergebnisse der Studien werden übrigens durch zahlreiche weitere Zahlen aus den USA sowie Großbritannien untermauert. Da ist tatsächlich das Gegenteil der Fall. Wir haben also jetzt die wirklich bis dato größte Metastudie zu dem Ganzen ist also dieses Tobacco Harm Reduction Ding vom Royal College of Physicians in Großbritannien, dem renommiertesten medizinischen Institut weltweit. Also renommierter geht nicht in der medizinischen Forschung. Da kommt allenfalls noch die Harvard Medical School in die Nähe. Aber tatsächlich ist das, was die von sich gebe, steht völlig außerhalb jeder Kritik, weil die nur Dinge veröffentlichen, die sie wirklich sorgsam und sehr, sehr sorgfältig geprüft haben. Die haben also nicht ohne Grund einen so guten Ruf. Und die sind da zu einem völlig gegenteiligen Ergebnis gekommen. Also, dass es tatsächlich so ist, dass Dampfen tatsächlich bei der Zigarettenentwöhnung hilft, also bei der Tabaksuchtentwöhnung. Und genau deswegen und auf Grundlage dieser Fakten von renommierter Seite ist man in der britischen Politik halt auch schon so weit, bisweilen sogar zu empfehlen, dass man das befördern müsste. Dass man das fördern muss, Leute von der normalen Tabaksucht zur E-Zigarette zu bringen, einfach um die Schäden für das öffentliche Gesundheitssystem, also in dem Fall auch die Schäden an den einzelnen Menschen, zu minimieren. Das spricht eine sehr deutliche Sprache. Dieser Artikel ist vom 13.06.2016. Und entsprechend war die Studie vom Royal College of Physicians schon draußen und trotzdem behauptet man hier einfach das Gegenteil auf Basis von wesentlich älteren und größtenteils auch unseriösen Einzelstudien. Deswegen immer aufpassen, auch wenn da Studien genannt werden, immer ganz genau gucken, ist das vielleicht schon überholt, wo kommt das her, wer hat das gemacht und was waren tatsächlich die Fragestellungen. Ja, ich habe es ja vorhin gesagt, wie bei diesen freien Radikalen, wo es in der Studie dann eigentlich darum ging zu gucken, was entstehen für Giftstoffe beim Trockenziehen, also beim Wrap-Puff. Ganz, ganz vorsichtig, nur weil die Leute hier eine Interpretation reinschreiben, heißt das noch nicht, dass es wahr. Hier sehen wir es jetzt ganz deutlich hier. Da gibt es also eine Behauptung, Studien würden untermauern und dann ist aber wirklich das genaue Gegenteil der Fall. Deswegen hat man das hier auch so diffus formuliert. Es gibt da so Studien, die untermauern das. Ja, es ist eine schön weiche, offene Behauptung. Schwer greifbar. So, dann haben wir ein Stück weiter unten. Zwar verbrennen E-Zigaretten keinen Tabak, erhitzen und verdampfen jedoch eine Flüssigkeit, Liquid genannt. Diese enthält Nikotin, Aromastoffe sowie andere, teilweise sogar völlig unbekannte Stoffe. Was sind denn völlig unbekannte Stoffe? Kryptonit? Ja, verkauft Superman Liquids? Oder was? Es gibt keine unbekannten Stoffe. Es gibt möglicherweise unbekannte Gemische oder bestimmte Stoffe haben unbekannte Auswirkungen, wenn sie verdampft werden, aber unbekannte Stoffe gibt es da nicht. Es ist also jetzt nicht so, dass eine Uni ein Liquid irgendwo in so einen Spektrographen gehauen hat und gesagt, oh, wir haben ein neues Element entdeckt. Nee, war nicht so. Man hat das also bewusst hier ganz so formuliert, dass man also so, das ist wieder diese diffuse Unsicherheit erzeugen. Da gibt es unbekannte Stoffe, da weiß gar keiner was, das ist alles ganz geheim und ja. Vielleicht waren es die Außerirdischen, vielleicht waren es die Illuminaten, vielleicht haben die Chemtrails was herabregnen lassen. Man weiß es nicht genau, am besten mit Aluhut lese.
Damit drei Absätze weiter. Nun mag vielleicht von Dampfern der Einwand kommen, dass es schließlich auch Liquids ohne Nikotin gäbe. Das stimmt natürlich. Doch werden diese von passionierten, das heißt abhängigen Nutzern eher nicht verwendet. Sagt wer? Wo ist der Beweis? Möchte ich mal sehen. Ich kenne nur noch Leute, die null dampfen. Außerdem bergen nikotinfreie Liquids ganz andere Gefahren. So. Sie setzen die Hemmschwelle für den Griff zur nikotinhaltigen Flüssigkeit oder gar Zigaretten stark herab und können demzufolge als Einstiegsdroge der Nikotinsucht Vorschub leisten. Da haben wir wieder die böse Droge. Ja, da erstmal wieder Droge und diese Gateway-Behauptung, also vom Dampfe zum Rauchen, wobei ich halt das immer wieder betonen muss, und das ist ja das, was irgendwie keiner hören will auf Seite der E-Zigarettengegner, keiner geht von Bären oder Schoko oder Bonbon-Geschmack hin zu verbrannter Schuhsohle. Das ist einfach völliger Quark. Es gibt Studien, die das auch belegen, ganz egal, was ihr da behaupten wollt, und auch ohne diese Studien, das sagt einem doch der gesunde Menschenverstand, dass man nicht von lecker zu widerlich geht. Als Raucher, ja, vom Tabakrauch, an den man sich gewöhnt hat, zu was Wohlschmeckend zu gehen, das macht den Schritt einfach umzusteigen. Aber wer nun überhaupt noch nie irgendwas inhaliert hat und der probiert eine Zigarette, ich weiß noch, wie meine erste Zigarette mit 13 war. Ich wollte cool sein, ich wollte dabei sein. Das war, im Großen und Ganzen war das Gruppendruck, geschmeckt hat das nicht. Überhaupt nicht. Und selbst wenn jetzt mal jemand mit Dampfen einsteigen würde, und diese Zahlen bewegen sich ja wohl im einstelligen Prozentbereich, unter 1% wohlgemerkt, so wie so die ersten realistischen Zahlen aussehen, die steigen doch nicht auf was Widerliches um. Keiner verschmäht ein Boeuf Stroganoff, um Kotze zu löffeln. Das passiert einfach nicht, ganz egal, wie oft ihr das behaupten wollt. So. Ah, muss ich mal einen Schluck nehmen. Abgesehen davon wohnt auch nikotinfreien Liquids ein deutliches Krebsrisiko inne, wie weiter unten aufgeführte Studie in San Diego zeigt. Das ist schlicht falsch. Das ist schlicht falsch. Es gibt Studien, die haben also festgestellt, dass es Liquid-Hersteller gibt in den USA und in China, wohlgemerkt nicht in Europa, die also Stoffe verwenden, die tatsächlich gesundheitsbedenklich sind, die aber auch gesundheitsbedenklich wären, wenn man sie isst, trinkt oder sonst wie aufnimmt, die halt so in Liquids nicht zu suchen haben. Und die sind natürlich krebserregend, da kann man natürlich sagen, dass aber auf alle nikotinfreien Liquids auszuweiten oder das irgendwie zum Regelfall zu erklären, das wird hier ein ganz bewusst falscher Eindruck erzeugt. So, zusätzlich liefern E-Zigaretten, genau wie, wir sind bei der nächsten Überschrift, Entschuldigung, bei schädlichen E-Zigaretten Angriff auf Körperzellen und Atemwegsorgane. So, zusätzlich liefern E-Zigaretten, genau wie herkömmliche Zigaretten, eine Menge Gift und Schadstoffe. Ist das so? Eine Menge Gift und Schadstoffe, da sind wir wieder bei diesem unspezifizierten, wo man den Eindruck erwecken will, es wäre sehr viel. Ja, also wenn ich sage, eine Menge Gift und Schadstoffe, klingt das wie Dutzende, Hunderte, Tausende, man weiß es gar nicht. Wobei das einzelne Liquid aus 5, 6, 7 Stoffe besteht, vielleicht aus 10, wenn es jetzt ein sehr komplexes Aroma ist. Also das wäre schon mal in der Gesamtmenge nicht viel oder eine Menge. Ja, hier ist eine Menge, hat man hier formuliert. Das wäre in der Gesamtzahl immer noch keine Menge. Ganz zu schweigen davon, dass das natürlich nicht alles gesundheitsschädlich ist. So, wir reden immer noch von einzelnen Stoffen in vereinzelten Liquids, die möglicherweise ein Problem sein könnten. Also, alle Liquids, ein paar Liquids, ein Liquid, ein einzelner Stoff, ja. Und da sagt man dann, ich ziehe den Rückschluss auf alles. Ob das seriös ist, kann ja jeder selber entscheiden. Wie gesagt, hier wieder gucken, das ist ganz gezielt auf die Formulierungen achten. In diesen Aerosolen können Forscher der Penn State College of Medicine hochreaktive freie Radikale, das hatten wir ja vorhin schon, also Moleküle, die Zellen zerstören und Krebs verursachen können. Ich hatte es vorhin schon, die beziehen sich da auf eine Studie, wo es ums Trockenziehen geht. Und auch hier haben wir wieder dasselbe wie vorhin in dem Absatz. Man sagt also vorne, es gibt Aerosole und dann sagt man, da können freie Radikale entstehen. Und dann kommt wieder der Schluss und freie Radikale, die können wieder Krebs erzeugen. Ja, also man macht immer so den Schwung von einem zum nächsten. So, das hatten wir schon. Interessanterweise ist gerade die COPD, also die Popcornlunge, eine typische Raucherkrankheit. Sie tritt nun genauso bei Dampfern auf, ist schon allein das Beweis genug, dass der Unterschied, ob man nun dampft oder raucht, nicht besonders groß sein kann. Ja, also erst einmal kriegt man, also das Argument ist, Dampfer kriegen eine Popcornlunge und deswegen ist Dampfen genauso schlimm wie Rauchen. Also, diese COPD, landläufig Popcornlunge genannt, kann man auch so kriegen. Ohne Dampfen und ohne Rauchen.
Ja, da gibt es nämlich ganz viele Ursachen für. Also das taugt als Argument nicht. Das ist also, wenn ich sage, wenn ich erschossen werde, ist das dasselbe, als wenn ich von der Leiter falle. In beiden Fällen bin ich natürlich tot. In dem einen Fall gibt es aber einen Fremdverursacher, im anderen nicht. Und von daher ein sehr, sehr, sehr fragwürdiger Vergleich. Ja, und da ganz genau hinhören, diese Argumentation zu sagen, auch Dampfer kriegen das und deswegen muss es vom Dampfen kommen. Was ist denn das für ein absichtlicher Trugschluss? Natürlich könnte das sein. Kann ja keiner sagen. Möglicherweise erhöht sich das Risiko tatsächlich um 1% oder um ein halbes. Weiß ja keiner. Da fehlen dann tatsächlich wieder ganz gezielte Studien, die es tatsächlich zu diesem Thema auch nicht gibt. Ja, bei diesen Dosierungen, denn die Studien, die es zu COPD gibt, die gehen von anderen Stoffkonzentrationen und einer ganz anderen Menge von Giftstoffen aus, denen man ausgesetzt ist als beim Dampfen. Da gezielt zu gucken, wäre vielleicht nochmal interessant. Ich weiß, ich habe kürzlich eine NBC-Doku gesehen zum Thema Dampfen, da hat man das so ein bisschen aufgegriffen, da hat er also gesagt, da gibt es also keine Anhaltspunkte eigentlich dafür, gerade weil die Expositionsmenge, also die Menge, die man da tatsächlich aufnimmt von den Stoffen, Diacetyl zum Beispiel, gar nicht groß genug ist, um da seriös sagen zu können, das eine bedingt das andere. So, John P. Ritchie Jr., Professor für Gesundheitswissenschaften und Pharmakologie am Penn State Milton's Hershey Medical Center, gute Güte, schreibt, dass die aufgefundenen Mengen der schädlichen Stoffe zwar geringer als in herkömmlichen Tabakwaren seien, aber dennoch in einem besorgniserregenden Ausmaß vorhanden seien. Da versucht man schon vor vorne weg was zu entkräften und sagt, ja, natürlich ist es weniger, aber. Da sind wir wieder bei so einem typischen Abersatz, also man nennt ein eher schwach stehendes Argument und widerlegt es direkt sehr kraftvoll. Ne? Also man sagt, ja, es ist schon ein bisschen weniger, aber es ist immer noch ganz viel. So, demzufolge können niemand E-Zigaretten guten Gewissens empfehlen, doch ich kann nicht empfehlen E-Zigaretten, nur weil sie keinen Tabak enthalten. Stattdessen müssen sie als eindeutig schädlich eingestuft werden, wobei es den genauen Grad ihrer Gefährlichkeit erst noch zu erforschen gelte. Jetzt lesen wir das mal umgekehrt. Also der genaue Grad der Gefährlichkeit ist erst noch zu erforschen. Was im Endeffekt sagt, man weiß es nicht. Und ein bisschen vorher steht, die müssen eindeutig als schädlich eingestuft werden. Mhm. Also, nochmal zusammengefasst, ich weiß nicht, wie gefährlich es ist, aber ich muss es unbedingt verbieten. Das steht in diesem einen kleinen Absatz drin. In diesen 2,5 Zeilen oder 2¼ Zeilen. Ich weiß nicht, wie gefährlich und genau deswegen muss man es verbieten. Das erinnert ein bisschen an die Geschichte mit Gehirnkrebs durchs Handy. Ja, kommt das jemandem bekannt vor? Man weiß es nicht genau. Es könnte vielleicht sein, es ist ja schließlich Strom, der da fließt und das ist am Kopf und das ist ganz gefährlich. Und deswegen muss man es verbieten. Das ist genau dieselbe Diskussion gewesen, war auch in dem Fall derselbe Blödsinn. So, es ist also, ein paar Absätze weiter, es ist also keinesfalls nur das Nikotin, das schädlich wirken könnte. Nee, es ist nie das Nikotin, was schädlich wirkt. Nicht nur nicht das Nikotin, sondern niemals das Nikotin. Stattdessen enthalten die Liquids noch viele andere Inhaltsstoffe mit hohem Krankheitspotenzial. Wie etwa das bekannte Karzinogen Formaldehyd, aber auch der Aromastoff Diacetyl. Diacetyl habe ich vorhin gesagt, in Europa sowieso ganz wenig verbreitet. Das war in den USA halt sehr gerne genommen, weil in der dortigen Lebensmittelindustrie lieber was Billiges als was Gesundes genommen wird. Bei uns ist das hier aufgrund der Standards ein bisschen was anderes. Da wird Diacetyl nicht so in der Breite benutzt. Auch früher nicht. Und wir haben hier das Karzinogen Formaldehyd. Und das ist tatsächlich bei diesem lustigen, wir ziehen mal 2 Minuten an der E-Zigarette und gucken mal, was passiert, wenn die Watte mal so durchglüht wie so ein Brennstab im Kernkraftwerk. Da ist dann Formaldehyd entstanden. Normalerweise entsteht das nämlich nicht. Ja, auch wieder, da wird wieder vom Allgemeinen auf was sehr Spezifisches geschlossen, beziehungsweise man nimmt so ein, da gab es also mal einen Test, da hat man also sehr, sehr lange gezogen an so eine E-Zigarette mit so einem lustigen Rauchautomaten, ja, mit dem man sowas testet. Da ist natürlich die Watte dann irgendwann verbrannt, weil das sehr lange in Betrieb war, viel länger als das überhaupt noch schmecken würde und irgendwann sind natürlich ganz viele Giftstoffe entstanden, unter anderem auch Formaldehyd. So. Klingt aber so, als wäre das immer beim Dampfen so, das ist tatsächlich einfach nicht der Fall. Hier wird also ganz bewusst, wieder mal, ein komplett falscher Eindruck erzeugt, der so einfach nicht nachzuvollziehen ist. So, dann haben wir die Popcornlunge durch E-Zigaretten. Ein Forscherteam der Harvard Chan School of Public Health fand in etwa 5, wohlgemerkt nicht die Harvard Medical School, was anderes, fand in etwa 75% aller aromatisierten Liquids den Stoff Diacetyl, ja, in den USA, nicht in Europa. Und auch nicht in China in der Breite. Es ging halt rein in die amerikanischen Liquids und dort war tatsächlich die Diacetyl relativ weit verbreitet. Ein Aromastoff, der schwere Atemwegserkrankungen Bronchitis obliterans, umgangssprachlich auch Popcornlunge genannt, verursachen kann. Ja, hatten wir ja schon, Diacetyl kann das tatsächlich verursachen, allerdings in mehrere hundert bzw. mehrere tausendmal stärkeren Dosen,
als das beim E-Zigarettendampf überhaupt aufgenommen werden kann. Und ganz unabhängig davon, wegen dieser Diskussion, haben die paar Hersteller, die noch die Acetyl verwendet haben, sowieso umgeschwenkt, einfach um sich dieser unleidlichen und völlig blödsinnigen Diskussion nicht aussetzen zu müssen. Ja, man hat da also ganz von selbst und ganz schnell reagiert. Und obwohl das natürlich nicht mehr verwendet wird, gibt es also immer noch Leute, die sagen, aber die Acetyl, ja, ob das noch irgendwer dampft oder nicht, das interessiert gar keinen. Das war mal so, also wird das also dauerhaft behauptet. Und es war wohlgemerkt mal nur in einem Teil der Welt so, überall schon mal gar nicht. Und hier bei uns in Europa ist das eh Quark. So, prompt veröffentlichte die bereits vorgestellte Verband des E-Zigarettenhandels auf seiner Homepage eine Gegendarstellung übertitelt mit die fatale Legende von der Popcornlunge. Ja, und recht hat er. Ich mag den VDEH nicht. Absolut nicht. Ganz, ganz coole Geschichte mit dem VDEH, aber da haben sie trotzdem recht. Weil diese ganze Behauptung mit Diacetyl in der Popcornlunge, natürlich sorgt Diacetyl für entsprechende Lungenerkrankung. Das weiß man. Deswegen nennt man es ja Popcornlunge. Da gab es ja mal so einen Vorfall in so einer Popcornwerk, wo man mit Diacetyl gearbeitet hat. Diacetyl ist nämlich auch so ein buttriges Aroma, was also auch für Popcorn dann verwendet wurde. Und da gab es also Dosen, also die Arbeiter in der Fabrik waren also Dosierungen ausgesetzt, die das 10-100.000-fache von dem übersteigen, was man beim Rauchen oder Dampfen aufnehmen kann. Und beim Rauchen ist es auch nochmal fast 1000-mal so viel wie beim Dampfen. Und man sagt jetzt also, bei dieser Dosis, ja, da haben die Leute Lungenprobleme gekriegt, eine Zigarette hat so eine Dosis, die Dampfe so, und bei der Dampfe ist jetzt quasi wieder genauso gefährlich wie bei der Dosis. Das ist von vornherein schon eine völlig blödsinnige Diskussion. Und die Leute, also die Hersteller, haben trotzdem reagiert und sagen, gut, wir wollen uns diese Diskussion nicht stellen, also machen wir das einfach raus, fertig ist der Lack, Thema erledigt. Ja, da sieht man also auch, dass der Markt entsprechend reagiert. Niemand will sich ja sagen lassen, er schadet seinen Kunden, das ist auch nicht in ihrem Interesse. Und trotzdem wird das also immer wieder behauptet, kolportiert, dass da, ach, da kriegt man jetzt böse Lungenerkrankungen von durch Diacetyl. So, im Vergleich zu Tabakwaren mögen E-Zigaretten hinsichtlich Diacetyl vielleicht tatsächlich oder besser abschneiden, aber nur weil sich in Dampfgeräten durchschnittlich weniger des gefährlichen Stoffs befindet, sind Liquids nicht automatisch ungefährlich. Doch sind sie. Aber mal ganz unabhängig davon, da ist wieder so ein Formulierungsschmankerl drin. Aber nur, weil sich in den Dampfgeräten durchschnittlich weniger des gefährlichen Stoffes befindet. Und dieses durchschnittlich ist der Punkt. Da entsteht nämlich der Eindruck, dass es Liquids gibt. Da wäre es so. Und es gibt Liquids, wo riesen Dosen drin sind. Und genau deswegen, das durchschnittlich hat nämlich in diesem Satz und in der Aussage, die man dort offenbar treffen möchte, gar nichts zu suchen. Aber da entsteht halt wieder so ein Zusatz, so eine Zusatzaussage zwischen den Zeilen, die es durchschnittlich sagt, nämlich, dass es unterschiedlich ist. Also ich sage quasi, durchschnittlich ist es zwar weniger und dadurch auch weniger gefährlich, aber dadurch, dass ich eben durchschnittlich sage, entsteht der Eindruck, es gibt so eine und solche. Das ist aber nicht der Fall. Es ist in allen Liquids, egal welche Zusammensetzung, ist grundsätzlich, und selbst wenn ich hier reines Diacetyl reinmache, ist es immer noch weniger als beim Rauchen oder in so einer Popcornfabrik. Das ist einfach mal Fakt. Da hat dieses Wort durchschnittlich gar nichts zu suchen und dient wirklich nur dem Zweck, genau diesen Eindruck zu erzeugen, nämlich so zwischen den Zeilen noch eine bestimmte Aussage zu treffen. Ganz typisches, ganz, ganz typisches PR-Verhalten so zu formulieren. So, diesen Fehlschluss beginnt, dann nennen wir es schon mal den Fehlschluss, die Lobbyisten, da sind es wieder die bösen Lobbyisten vom IGED, der Dampfvereinigung jedes Mal und übersehen dabei, dass lediglich gar nicht zu rauchen bzw. zu dampfen auch tatsächlich komplett vor den schädlichen Auswirkungen der genannten Chemikalien schützen kann. Ja, gar nicht lügen rettet einem auch vor Kritik wie dieser hier. Und nur gar nicht lügen tut das. So, dann haben wir Frostschutzmittel Propylenglykol reizt Schleimhäute und führt zu Krebs. Da ist schon in der Überschrift der erste Fehler drin, denn das PG zu Krebs führt, ist einfach nicht wahr. Sage nicht ich, das sagt tatsächlich die Chemie, die Medizin, das ist einfach totaler Unsinn. So, dieselben verharmlosen Floskeln bekommt man übrigens von überzeugten Dampfern zu hören, wenn es um das Erdölderivat Propylenglykol geht. Propylenglykol ist ein bekanntes Frostschutzmittel. So, da haben wir also schon mal erstmal Erdölderivat. Das muss man jetzt dazu sagen, das ist aus Öl. Jeder weiß, Öl ist gesundheitsschädlich. Ja, man kann ja also nicht hier so ein bisschen Öl trinken aus dem Motor. Das ist nicht gesund, das ist sogar hochgiftig, klar. Das ist also aus Erdöl gemacht, aber Plastik ist zum Beispiel auch aus Erdöl gemacht. Und ganz, ganz viele, und zwar wirklich hunderttausende Medikamente, sind aus Erdöl gemacht. Ja, aber aus Erdöl kann man nämlich sehr viel machen. Tatsächlich ist das größte Problem bei der Erdölverknappung, ja, das wechseln wir mal kurz das Thema, nicht, dass wir keinen Sprit mehr haben, sondern das, was der Sprit ausmacht, ist tatsächlich nur ein kleiner Teil von dem, was man aus Öl gewinnt. Ein großer Teil sind zum Beispiel Pharmaprodukte. Es gibt Sachen, die kann man nur, ich sag mal, in einem vertretbaren finanziellen Rahmen aus Erdöl herstellen. Kann ja jeder mal nachgucken, was aus Erdöl alles gemacht wird. Ich denke, ihr werdet erstaunt. Und dazu sagen, das Erdölderivat Propylenglykol, um den Eindruck zu erzeugen, es wäre also giftig, weil ja Erdöl giftig ist, beziehungsweise aus vielerlei Gesichtspunkten gesundheitsschädlich ist,
So, und dann ist ein bekanntes Frostschutzmittel. Ja, einfach nur, weil es einen anderen Gefrierpunkt hat. Nicht, weil es so übergefährliche Chemie ist, sondern Propylenglykol hat einfach einen anderen Gefrierpunkt, eine andere Viskosität und entsprechend kann man das dann auch so nutzen. So wird in der Industrie zu vielen Zwecken eingesetzt, unter anderem auch als Feuchthaltemittel in Tabakzigaretten sowie in den Liquids der E-Zigaretten. Ja, unter anderem aber auch in Tierfuttermitteln zum Beispiel oder in Kinderasthma-Spray zum Beispiel. Dann hatten wir vorhin die lungenkranken Kinder, die also unter Dampf gehalten werden, unter PG-Dampf. Und zwar sättigt man da so stark, wie man überhaupt nur kann. Und ganz bewusst bei den lungenkranken Kindern, den Schwächsten der Schwachen, die also am anfälligsten für Lungenprobleme sind. Genau dort hält man die unter PG-Dampf, um sie zu schützen, nicht um sie zu vergiften. Ja, das ist also nicht das kleine Mini-KZ auf der Kinderstation, sondern man rettet denen damit das Leben. Und hier wird also der Eindruck erzeugt, das wäre also besonders gefährlich. Übrigens, was die Futtermittel angeht, ich habe also erst kürzlich gelesen, auf die Zahl dürfte mich jetzt leider nicht festnageln, das müsste man nochmal schauen, dass bis zu 25% von Tierfuttermitteln in der Rinderzucht aus PG bestehen. Einfach, damit die Viecher keine Koliken kriegen, weil die ja entsprechend viel trockenes Futter kriegen und durch das PG, was biologisch selbst überhaupt nicht reaktiv ist, da passiert nämlich einfach gar nichts, das hält einfach nur quasi in der Verdauung alles ein bisschen feucht, sodass da also keine Verklumpungen entstehen in der Kuh. So. Dann ist letztens der Fall, reizt Propylenglykol nicht nur die Schleimhäute und die Atemwege, sondern wird mittlerweile sogar als krebserregend eingestuft. Nein, wird es nicht. Es gibt entsprechende Gefahrstoffkataloge und da steht bei Propylenglykol nicht, es wäre krebserregend. Das ist schlicht und ergreifend eine ganz offene und sehr dreiste Lüge. So, Dr. Martina Pötschke-Langer brachte es in einem Interview mit der Wirtschaftswoche auf den Punkt, Propylenglykol ist hochgefährlich. Da hat Frau Martina Pötschke-Langer wie bei vielen Dingen einfach Unrecht. Erst recht in einem Gemisch aus Wasser, Aroma und Konservierungsstoffen. Wieso? Wieso ist Propylenglykol nochmal besonders gefährlich zusammen mit Wasser oder anderen Stoffen? Was genau passiert denn da? Ich meine, PG reagiert halt nicht mit Dingen. Also, was genau passiert, wenn man PG mit Wasser schüttet? Kann ja jeder mal probieren, schüttet mal Wasser und PG zusammen, was passiert denn da? Findet da eine chemische Reaktion statt? Frag doch mal einen Chemiker. Also, ich würde sagen, nein. Aber was weiß ich schon. So, dann haben wir unter E-Zigaretten weniger schädlich war einmal. So, übrigens, gemäß diverser Gerichtsbeschlüsse, unter anderem des Oberlandesgerichtes Hamm aus dem Jahr 2013, dürfen E-Zigaretten nicht mehr als gesund, gesünder oder auch nur weniger schädlich beworben werden. Das ist also gleich aus mehrerer Hinsicht ganz dreist gelogen, und zwar also aus diversen Gründen. Und zwar erstens bezog sich dieses Urteil damals auf ein ganz bestimmtes Produkt, auf so Kartuschen bzw. Cigarlight-Geräte. Das ging um eine ganz spezifische Produktlinie, um einen Einzelfall. Und da hat einem Händler gesagt, er darf damit nicht mehr werben. Und zweitens ist dieses Urteil vom Tisch. In dem Moment, wo das neue Tabakrecht in Kraft trat, nämlich am 20.05.2016, war dieses Urteil, weil es auf der alten Rechtslage beruht, ja, völlig hinfällig. Wie auch dieses lustige BGH-Urteil mit dem E-Zigarettenverbot. Wenn sich die Rechtslage ändert, auf der ein Urteil beruht, dann ist das Urteil nicht mehr rechtskräftig. Ist weg, puff, einfach verschwunden. Wie in Ninja im Film, puff. So, das also noch zu behaupten, mehrere Wochen, nachdem sich das also entsprechend rechtlich geändert hat, ist eine so dermaßen dreiste Schweinerei, es ist ja wirklich absurd. Und das ist auch kein Recherchefehler, das hat man also ganz bewusst ausgegraben und hat ja auch ebenso bewusst gesagt, ja, da gibt es ja auch Gerichte, die das sagen. Nein, tun sie nicht. Und auch die neue Rechtslage sagt nicht, dass man das nicht behaupten darf. Nicht mal ein Händler ist das verboten. Ein Händler kann nach wie vor sagen, Dampfen ist gesünder als Rauchen. Bei Tabakwaren darf man das nicht. Da darf man nicht sagen, oh, es wäre gesund oder sonst irgendwas. Bei E-Zigarette? Und warum ist das nicht mitgeregelt, obwohl schon sehr scharf geregelt wird, sehr viel schärfer als die Faktenlage hergibt? Weil das einfach völlig absurd ist. Denn die Faktenlage sagt, Dampfen ist gesünder als Rauchen. Ja, man nimmt gerade mal 5% der Menge an Schadstoffen auf, die man beim Rauchen hat. Und entsprechend ist die Aussage natürlich einfach nur faktisch und objektiv korrekt. Zu behaupten, dass ein Gericht das Verbote hat, also erstmal war das auch damals nicht für allgemein alles gültig. Und zweitens ein Urteil, das sowieso also überhaupt nicht mehr zu ziehen ist. Das ist schon sehr, sehr dreist. So, und dann haben wir, Rauchen ist immer schädlich, auch wenn es jetzt Dampfen heißt. Und da, das ist auch was sehr Schönes. Hier wird versucht, wieder beides in einen Topf zu werfen, was wir da als Dampfer natürlich ganz bewusst auseinanderhalten wollen, weil eben dieser Schädlichkeitsunterschied besteht. Und hier sagt man, Rauchen ist ja immer schädlich, auch wenn man es anders nennt. Nee, es ist eben nicht das Gleiche, auch wenn man das so hier in dem Moment darstellen möchte. So, da haben wir's. Bevor jetzt einer hier alle losmarschiere und kommentiert, wie die Weltmeister und meckern die voll, spart's euch. Das interessiert die nicht.
Das sage ich euch direkt, weil dieser Artikel in dieser massiven Form, das ist kein Zufall, das ist auch nicht schlecht recherchiert oder sonst irgendwas, sondern das ist ganz bewusst in eine gewisse Richtung gedrängt. Das hat also entweder ein Lobbyist geschrieben oder eine PR-Agentur. Das sieht man einfach an der Menge an spezifischen Formulierungen, um einen gewissen Eindruck zu erzeugen, dass da mal was Falsches drinsteht. Da haben wir uns ja alle schon dran gewöhnt, ja, dass da schlecht recherchiert wird, das ist eine ganz andere Kiste. Aber hier ist also so massiv, ganz bewusst immer wieder versucht worden, mit dezidierten Formulierungen einen falschen Eindruck zu erzeugen, dass das mit Sicherheit ein entsprechender PR-Stratege oder sein Büro geschrieben hat. Das heißt, auf entsprechende Kritik werden die einfach überhaupt nicht reagieren. Ja, könnt ihr euch sparen, aber ich hoffe, das war mal ganz lehrreich, um zu zeigen, wie auch mit Formulierungen gearbeitet wird und wie gefährlich das ist, solche Dinge falsch zu lesen. Das ist im Übrigen, ich habe es auch vorhin im Eingang schon gesagt, das ist nicht nur im Dampfen so. Ihr könnt also generell, wenn ihr Sachen lest, müsst ihr immer darauf achten, wo über so Teilsätze oder über so bestimmte Satzaufschlüsselungen versucht wird, einen Eindruck zu erzeugen, der so gar nicht ist. Und jetzt, wo ihr das hier mal gehört habt, wird es euch mit Sicherheit mal irgendwo auffallen und wirklich nicht nur im Dampferbereich. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ansonsten, ihr kennt das Spielchen. Teilen, liken, erzählt es euren Freunden. Wer mich unterstützen möchte, unter den Videos sind Affiliate-Links zu Amazon und GetDigital. Das heißt, ihr geht über den Link, kauft dort was, ich kriege eine Provision. Das Ganze kostet euch nichts. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Simon.